Hi ihr Lieben und willkommen zum dritten Teil der fünften Folge von Marius Grow Show zum Thema Licht. Ja, und im dritten Teil nehme ich mir nochmal den Martin vor. Und jetzt geht es eigentlich darum, ja, ich will mir jetzt eine Lampe kaufen und worauf muss ich denn jetzt eigentlich genau achten? Was ist das Wichtigste jetzt eigentlich beim Lampenkauf? Und ja, das ist der dritte und der letzte Teil und dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Ja, jetzt sitzen wir beim Abendbrot im Abendrot und ich möchte jetzt noch mal mit dir ein kurzes Fazit machen. Wir haben ja jetzt ziemlich viel den Leuten um die Ohren geworfen und viele werden wahrscheinlich auch schon wieder durcheinander kommen bei den ganzen Begriffen mit PPF und Mikromüll und Kelvin und Paar und Lumen und was wir nicht alles erwähnt haben. Aber alles wichtig. Und jetzt nochmal Fazit. Also, wir haben gesagt, Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Apps, Features, ganz wichtig. Und ja, was sollte man jetzt auf jeden Fall noch erwähnen? Worauf sollte man auf jeden Fall noch achten? Was mich immer stört, ist, ehrlich gesagt, Geräusch. Ja, ich sag mal, das Geräusch ist bis zu einem gewissen Punkt, wäre nicht einmal das Problem, aber jeder Lüfter in der Lampe drin ist ein mechanisches Bauteil und ja, wenn die halt dann nach 10.000 oder 20.000 Stunden oder was immer, oder es können auch mehr sein, defekt ist, weil dann fällt die komplette Lampe aus, ist es schon mal schlecht. Wie du gesagt hast, wenn man es komplett lautlos haben will, ist es natürlich lüfterlos die einzige Option. Ist meine Devise. Jetzt wäre aber für mich die nächste Frage, wenn ich mich jetzt für eine lüfterlose Lampe entscheide, ist da nicht die Fehlerquelle höher, weil die Lampe heißer wird? Ich sag's mal so, mit einem Lüfter kann ich einzelne LEDs mehr abverlangen. Dementsprechend muss man sich ohne Lüfter mehr Gedanken machen, wie halte ich meine Lampe kurz. Verstehe. Also so als kleines so zu merken, wenn die Lampe so, wenn ihr hinlangt und die irgendwo mehr wie 60 Grad hat an den LEDs, nicht vom Netzteil her, sondern nur von den LEDs, dann wird es mit der Lebensdauer schon mal schwierig. Okay, also dann ist es nicht gut verbaut praktisch. Dann ist es nicht gut verbaut. Also Lampen von den LEDs her über 60 Grad werdet ihr die Lebensdauer nicht erreichen. Dann von der App-Steuerung fällt mir noch ein, sollte man vielleicht auch darauf achten, nicht nur, dass sie eine App-Steuerung hat, sondern dass sie vielleicht auch für euer System funktioniert. Sprich, viele haben es oft nur für Android. Ja, also wir sind jetzt aktuell nur erstmal für Android, aber wir werden die nächsten Wochen hoffentlich mit Apple-Geräten nachziehen. Ja. Also auch darauf sollte man vielleicht achten, wenn man dann ein Apple-Gerät hat überhaupt. Mhm. Ja, beziehungsweise auch, ob man es mit dem PC vielleicht sogar auch ansteuern kann. Können wir demnächst bei uns auch. Ja. Auch das ja nicht unwichtig. Dann, ja, was würdest du noch empfehlen? Also wir reden jetzt von meiner persönlichen Meinung. Ist es mal relativ wichtig, was passiert denn, wenn man irgendwo ein kleines Schläuchchen oder was immer platzt, ist die Lampe dann sofort hin? Also sagen wir mal, alles über IP54 wäre mal sehr wünschenswert, also Spritzwasser geschützt. Okay. Weil, ja. Überhaupt, ich achte auf immer, wie ist die Verkabelung überhaupt? Sind da viele Kabel, sind die schön verbaut? Sind die intern oder Weg? Ja, auch das finde ich gar nicht unwichtig. Aber auch, dass sie, wie du gesagt hast, spritzgeschützt sind, ist auch wichtig. Ja. Kleines Detail, was viele Leute erstens mal nicht dran denken, was passiert denn, wenn deine Lampe dreckig ist? Dann hast du nämlich mit den LEDs ein recht großes Problem. Die sind nämlich, was Reinigen angeht, sehr, sehr empfindlich. Also es ist zwar so, dass man knapp mit einer Abdeckung knapp 7-8% an Leistung einbüßt, aber der Vorteil daran ist, ich kann irgendeine Kunststoffoberfläche mit dem Lappen einfach sauber machen, dann ist die wieder sauber. Das kannst du mit einer LED machen und die Hälfte sagt und tschüss. Okay, verstehe.
Man sollte auch darauf achten, dass ich habe schon das bei einer billigen LED gesehen, dass die zum Beispiel überhaupt gar nicht spritzwasser-geschützt sind. Also jetzt die LEDs selber, also gar nicht die Kabel, sondern die LEDs selber, dass man sogar aufpassen muss, dass man da nicht ein Gewicht bekommt, geschweige denn, wenn da irgendwie Kondenswasser oder so in die Lampe kommt, möchte ich nicht wissen, dass das nicht irgendwann mal pscht macht und das war's. Ja, aber um diese Hersteller mal in Schutz zu nehmen, man vergleicht ja in dem Fall Lampen, also ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 200 und 500 Euro. Da ist natürlich dann ein ganz anderer Preisdruck überhaupt vorhanden, das so überhaupt hinzubekommen. Also gut, aber trotzdem wollen wir jetzt den Leuten sagen, worauf solltet ihr achten? Und ob der Preis dann für die Leute angenehm ist, das können wir jetzt eh nicht feststellen. Das muss jeder von euch selber entscheiden. Was kann er sich leisten und auf was legt er halt Wert? Dann haben wir gesagt, sollte man auch noch gucken, dass man die Spektren, die man an der Lampe hat, praktisch auch, ob man die jetzt nur an der Lampe steuern kann oder an der Lampe und mit dem App. Also, oder wenn du Pech hast, halt gar nicht. Oder auch gar nicht, das wäre dann das Schlechteste von allen. Auch das finde ich hier noch wichtig. Wie sieht es mit Batterien aus? Gibt's bei Lampen Batterien? Ja, also wir benötigen eine Batterie intern. Wenn es günstige sind, sind es halt ganz normale herkömmliche Lithium-Batterien. Aber wir haben Superkondensatoren verbaut. Erstens mal, dass es kein Gefahrstoff ist. Zweitens mal sind die halt auch bloß für 55, 60 Grad zertifiziert und drüber wird es halt schwierig. Und die braucht man für die App-Steuerung, für... Der Vorteil daran ist, von der App-Steuerung, du kannst dann sagen, okay, ich würde jetzt um 9 Uhr gerne mein Lichtprogramm starten und sagen wir mal, um 21 Uhr wirst du halt mit Sonnenuntergang wieder aufhören. Und da ist halt der Vorteil, die Lampe weiß immer, wie viel Uhr es gerade ist. Selbst wenn du den Stecker rausziehst, Stromausfall, was auch immer, dann geht es halt da weiter, wo es halt vorher war. Okay, das ist natürlich auch ein Vorteil. Also gerade bei Stromausfall und so ist sowas natürlich wichtig. Ne? Kann man sowas selber austauschen, so eine Batterie dann? Oder? Das ist ein großes Problem. Batterien, man müsste das Gerät halt erstens mal aufschrauben, die Batterien ausbauen und wenn du Pech hast, sind die halt auch noch verlötet. Und meistens ist auch keine Batterie vorhanden. Also was ist jetzt besser? Also natürlich mit Speicher, damit halt die Werte auch erhalten bleiben. Okay. So, dann steht noch, wie viele Lithium-Batterien sind laut Herstellerangaben bis zu 60 Grad einzusetzen. Aber im Netzteil wird es gerne wärmer. Ja, deswegen ist unser Grund, warum wir auf Superkondensatoren gewechselt sind, dass wir dieses Problem mit den Batterien erst gar nicht haben. Und wir sind halt auch kein Gefahrstoff. Wo man vielleicht noch drauf achten sollte, ist, wenn man sein Zelt oder so vergrößern will, seinen Platz, ob man vielleicht die Lampen miteinander verbinden kann. Das gibt es teilweise auch. Mhm. Und das wäre eigentlich, ja, dann muss man das Ganze noch mit seinem Geldbeutel vereinbaren. Und dann sollte man vielleicht noch darauf achten, welchen Hersteller man eigentlich auch fördern möchte. Sprich, natürlich guckt erstmal jeder hier drauf, ganz klar. Ja. Ich sage immer, Leute, wenn es hier um Wertschätzung geht, wenn ihr auch eure Arbeit richtig bezahlt haben wollt, dann sollte man vielleicht teilweise auch nicht immer auf jeden 50er, auf jeden 100er gucken und sagen, okay, auch Markensachen kosten nicht nun mal mehr, auch bei Anziehsachen ist das teilweise so. Und ich denke, vielleicht sollte man dann schon sagen, da ist auch mal ein deutsches oder ein österreichisches Markenprodukt mehr wert oder mir ist es mehr wert und entscheide mich dann dafür. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deinen Input, den du uns hier gebracht hast in den drei Teilen. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen viel lernen über Licht und kennt euch jetzt richtig gut aus und wisst hoffentlich, was ihr euch als nächstes, wenn ihr euch eine Lampe kaufen wollt, kauft. In diesem Sinne, Marlin. Alles Gute. Ja. Baba. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben zu den einzelnen Videos, könnt ihr gerne bei uns schreiben oder halt in die Kommentare. Wir werden unser Bestes geben und auf alles eingehen. Und wenn ihr irgendwas zusammen habt, wo ihr sagt, okay, das würde uns noch alle auf der Zunge brennen, dann können wir für euch auch noch irgendwelche Themen weiter ausführen. Und wem seine Lampen interessiert haben, der soll einfach mal auf consitor.de gehen. Ne? Das wäre natürlich sehr schön, Jungs. Bis dahin. Ciao. Tschö, tschö.